Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Und zwar zeige ich euch heute unseren Survival-Server, auf dem wir jetzt seit einem Monat spielen. Und ich dachte, es wäre mal cool, euch zu zeigen, was wir so nach einem Monat geschafft haben quasi. Ja, wir spielen hier zu dritt drauf. Und ja, wie gesagt, nach einem Monat dachte ich, kann man mal zeigen, was man gebaut hat so in der Zeit. Und wir haben für den Server keinen speziellen Seed oder so genommen, falls das sich jemand fragt, sondern wir haben einfach die erste generierte Welt genommen und sind dann ein paar Stunden rumgelaufen, bis wir diesen coolen See hier gefunden haben und haben dann hier einfach angefangen, uns drumherum anzusiedeln. Mit diesem Haus hat alles angefangen und jetzt, naja, ist schon einiges entstanden und das werde ich euch heute mal zeigen. Zum Beispiel ist entstanden dieses Dorf, wo wir gerade sind. Und ja, ich dachte, das wäre halt ein cooler Anfang, hier auf dem Turm zu stehen, weil man von hier aus einen relativ guten Überblick so über den See hat. Wir gehen jetzt erstmal runter und dann zeige ich euch das Dorf so ein bisschen. Ihr seht schon, die Einrichtung ist noch nicht komplett da, beziehungsweise eigentlich gerade erst so angefangen und das ist in jedem Haus hier leider so. Oder was heißt leider, ich habe halt einfach keine Lust gerade das zu bauen, deswegen lasse ich das. Die Gebäude sind an sich soweit fertig und ich finde, es sieht eigentlich ganz fresh aus. Wir haben hier auf der einen Seite quasi, also erstmal das Ganze ist eingezäunt, so. Und auf der einen Seite haben wir dann hier diese, ja, die Wohnhäuser quasi. Und hier ist halt auch noch ein Haus. Und hier haben wir dann so mehr, so dieses andere Zeug, was man in so einem Dorf hat. So Felder, See, wir haben Bäume hier, wir haben Brunnen, wir haben Marktstände, wir haben hier Tiere. Und einen Typen, der in das Tiergehege reingefallen ist. Ja, wir haben auch so ein, das soll so ein, keine Ahnung, wie nennt man das, so eine Art Lager sein, wo man draußen so seine Waren lagert quasi. Und ja, also wie gesagt, in den Häusern kann ich euch nicht so viel zeigen. Hier zum Beispiel soll halt so eine Taverne entstehen, aber ja, noch nicht so viel eingerichtet. Eigentlich ist hier nur gerade Lager für das Zeug, was man hier halt so brauchen könnte. Ihr seht schon, da oben sind Villager. Wir hatten nämlich die Idee, oder was heißt wie, ich habe halt so einen Villager-Breeder gebaut und von da gibt es dann halt einen Tunnel hierher mit Wasser, wo dann die Villager hier oben rauskommen. Allerdings gab es damals halt noch gravierende Sicherheitsdefizite quasi. Und zwar zum Beispiel die Büsche waren halt so, dass man halt über die Büsche rausspringen konnte, über die Mauer. Und außerdem hatte ich halt nochmal Türen hier einfach in der Mauer, wo die Villager halt rausgegangen sind. Und die sind dann halt nachts nicht wieder reingekommen und wurden dann halt irgendwie aufgefressen oder so. Und das ist irgendwie jedem passiert, den ich nicht eingesperrt habe. Zum Beispiel den hier oben habe ich halt so eingezäunt quasi. Und auch der Typ in dem Schweinegehege quasi, der ist halt auch reingefallen und kommt jetzt nicht mehr raus. War deren Glück so ein bisschen, die wurden für ihre eigene Dummheit beschützt. Aber die anderen sind halt dann irgendwie alle draufgegangen und ja, eigentlich müsste ich die mal wieder alle herholen, aber irgendwie gerade nicht so viel Motivation. So, ansonsten gibt es hier glaube ich nicht so viel zu zeigen. Wie gesagt, eingerichtet ist hier das meiste noch nicht so richtig. Aber ja, ich finde, es ist eigentlich ganz gut geworden. Ich bin ziemlich zufrieden. Und ja, wir laufen jetzt mal hier lang. Hier geht es nämlich weiter mit so einer kleinen Straße. Und hier seht ihr auch, wie ich dann die Türen quasi geschützt habe. Früher waren das einfach nur so Türen. Aber jetzt kann man sie halt noch mit Trapdoors so zumachen und dann können die Villager halt da auch nicht raus. Und ja. Wir haben dann hier eine Straße, die weitergeht und einen richtig coolen Wald, den ich halt quasi selber wieder aufforsten musste. Das hier war ja so ein Flower Forest Biom quasi. Dann habe ich erstmal alle Blumen weggemacht, danach alle Bäume abgeholzt. So ein bisschen gelandscaped, damit es nicht ganz so kacke aussieht. Und dann halt wieder aufgeforstet mit halt, mit Birke, mit Eiche und mit, na wie nennt man das auf Deutsch, Tanne, glaube ich, ne? Keine Ahnung. Nee, Kiefer ist das, ja, oder? Tanne, Kiefer? Keine Ahnung. So, und die Idee ist halt, dass ich dann hier jetzt auch noch so ein paar Büsche mache, wie hier ungefähr. Ja, hier unter dem grünen Teppich ist übrigens eine Fackel, damit das hier ein bisschen heller ist und unter den Trapdoors ja auch. Einfach damit man hier nicht überall die Fackeln hinspammt, aber trotzdem einigermaßen geschützt ist vor den Zombies in der Nacht. Ja, hier habe ich dann auch einen See selber gebaut, der dann mit so einem kleinen Fluss darunter geht zum Wasser. Ist natürlich auch immer nice, weil Minecraft das eigentlich nicht so hergibt, irgendwie so coole Landschaften, das muss man dann irgendwie schon alles selber bauen. Ja, was heißt coole Landschaft, ne? Es gibt schon coole Landschaften in Minecraft, aber nicht die, die ich haben wollte, quasi, sage ich mal. So, hier vorne haben wir dann ein kleines Hafengebäude. Das soll so eine Art, ja, Handelsposten sein, Kontor, wie auch immer man das nennt. Und hier sollen dann halt auch Waren drinstehen und Kisten und überall, bla bla bla. Auch noch nicht zugekommen, wie gesagt, aber das Gebäude an sich auch fertig. Fand ich ziemlich cool, dass man hier so einen kleinen Hafen noch hat, wo man dann halt auch mit den Booten anlegen kann, weil wir halt viel mit den Booten von A nach B reisen, weil das sonst halt ein riesiger Umweg wäre und mit dem Boot ist halt super schnell. Ja, ich würde sagen, wir gehen hier mal den Weg einfach weiter. Oder die Straße vielmehr. Und hier seht ihr dann nochmal diese Stromschnellen quasi, die hier runtergehen. Das gibt es ja leider in Minecraft nämlich nicht, dass die Flüsse quasi so auf verschiedenen Leveln sind, sondern die sind ja immer auf demselben Level. Und dann dementsprechend entstehen halt nie diese, ja, ich weiß nicht, wie man das nennt, diese steilen Abhänge halt. Ein bisschen schade, aber kann man ja selber bauen, ist ja nicht so schwierig. So, hier geht's dann weiter. Auch hier, wie gesagt, der ganze Wald selber neu aufgeforstet. Natürlich noch nicht ganz perfekt, also hier fehlen halt, wie gesagt, noch Büsche und so ein paar Kleinigkeiten, halt vielleicht ein Lagerfeuer, ein Zelt oder sowas und Wegweiser und solche Sachen.
Das müsste denn hier alles noch hin, aber wie gesagt, wir haben immer noch Zeit, ist ja keine Eile. Wir spielen ja auch, kann ich mal vielleicht nebenbei anmerken, nicht jeden Tag irgendwie 10 Stunden alle drei drauf, sondern halt eigentlich ganz gechillt, wenn man mal Bock hat, macht man ein bisschen was. Am Wochenende manchmal mehr, wenn man coole Projekte zusammenbaut, aber insgesamt alles ganz gechillt. Hier ist ja kein Job oder so, keine Arbeit, wo man hin muss oder so. Ja, hier vorne war auch mal Wald, allerdings hatten wir ein Unwetter und dann sind hier die ganzen Bäume abgefackelt. Wir spielen hier nämlich auf Schwierigkeit hart quasi. Und dann hauen die Blitze ja schon richtig rein, auch mein eigenes Haus ist schon so oft abgefackelt. Das ist zum Kotzen, ich habe echt überlegt. Nachher, ist auch egal. Ja, ich wollte eigentlich auf Peaceful stellen, so damit das nicht mehr passiert, aber kann man ja nicht machen und dann pflegt man es halt ein paar Mal. So, der Weg geht hier weiter zu einem kleinen Haus, was ein bisschen abseits von allem ist. Und zwar hatte hier der eine Typ, mit dem wir halt noch spielen, der hatte hier eigentlich angefangen sein Haus zu bauen, aber ist dann doch woanders hingezogen. Und dann war hier so eine Ruine, die ich dann abgerissen habe und dachte aber, ja okay, eigentlich müsste man so eine Hommage an das Haus quasi bauen. Und dann habe ich hier halt diesen, den Schäfer hier hingesetzt. Das ist nämlich auch so eine Idee, die ich eigentlich ganz cool finde, dass man halt jedem Gebäude so einen Sinn gibt, quasi so eine Aufgabe. Und dementsprechend soll hier halt der Schäfer hin. Und der hat hier halt Schafe einfach im Garten rumlaufen und auf so einer Wiese eben. Und die Idee ist halt auch, dass ich in den Keller so eine automatische Wollfarm baue, wo man dann halt die ganzen Wollfarben hat und so. Einfach damit das so ein bisschen Sinn macht, dann auch hierher zu laufen quasi. Einrichtung ist wie gesagt komplett on fleek. Genauso wollte ich es haben, denke ich, ist prunkvoll. Wenn ihr ein Tutorial dazu haben wollt, gerne in die Kommentare schreiben. Spaß beiseite, ist halt noch nicht so fertig hier. Vorne ist dann noch so ein kleiner Schuppen, wo dann halt Heu gelagert werden soll oder sowas, keine Ahnung. Aber das kommt alles noch. Genauso wie hier die Landschaft, die ist halt auch noch nicht ganz perfekt. Hier vorne so soll sie später aussehen, hier dann auch, aber wie gesagt, da habe ich jetzt auch noch nicht so viel Lust zu. Der Weg soll dann hier auch lang gehen zu meinem Haus und das von meiner Freundin. Und das, wäre nämlich ganz cool, dass man halt alles auch so mit Straßen verbindet, das finde ich auch eine coole Idee. Und ja, ich zeige euch mal hier, was wir hier am Anfang haben, und zwar haben wir Skelettpferde. Ohne Spaß, wir haben so viel Glück, vielleicht liegt das auch in der Schwierigkeit, aber es sind so viele Skelettpferde hier gespawnt und leider auch extrem viele gestorben, also es ist super schwierig, die zu kriegen. Man muss ja darauf die Skelettreiter quasi umbringen und ja, keine Ahnung, das ist schon mal hart. Und dann hat man keinen Bogen und muss das mit seinem Schwert machen, was ja rundum Schaden macht. Und dann schießen die sich gegenseitig ab, das ist komplett zum Kotzen, aber so ein paar haben wir davon. Auch hier vorne in den, ich weiß nicht, wie man diese Dinger hier nennt. In diesen Zellen quasi haben wir auch jedes Mal zwei. Und hier ist dann halt wieder so ein bisschen Lager. Mit Heu und so. Ein bisschen eingerichtet zumindest. Und hier oben soll halt, keine Ahnung was. Auf jeden Fall auch noch irgendwas irgendwann. Mal gucken. So. Die Kabelsteine hier, die markieren quasi den Weg, den ich nehmen möchte. Also das hier soll so der Weg sein. Der soll so ein bisschen schräg sein. Und dann halt hier so runter. Und dann soll hier vorne, das ist nämlich Wasser. So, da sehe ich, zeige ich euch mal. Und von hier soll dann halt so ein kleiner Fluss dann auch noch abgehen, der dann hier so irgendwann zum See führt quasi, und dann soll es hier noch eine kleine Brücke geben und dann hier halt, wie gesagt, einen Zaun vielleicht und dann ganz viele Bäume, dann ist das hier auch, soweit fertig. Hier muss ich kurz mal rülpsen, muss auch mal sein. Hier vorne soll auf jeden Fall ein Garten hin, das wollte ich sagen, ist so ungefähr. Wie gesagt, hier ist halt noch nichts passiert. Das ist auch alles aufgeschüttet hier übrigens, also die ganze Felswand, die ihr hier seht, die ist halt selber gebaut worden und die ist halt leider nicht so generiert worden. Dementsprechend, wenn ich hier mal einen Block abbaue, seht ihr da unten ist... Ach kacke, jetzt kriege ich den natürlich nicht wieder nach. Okay, muss ich mich dran erinnern, dass ich das Loch nochmal zumache. Jetzt gucken wir uns, denke ich mal, das fette, nice Haus an. Hier seht ihr schon die wundervollen Bilder von Riven und Yasu. Ist einfach nur insane. Ja, ihr seht ja übrigens, ich habe ja so ein bisschen Texturen geändert, weil ich halt so ein paar Texturen in Minecraft einfach nicht schön finde und die habe ich dann geändert. Ja, zum Beispiel die Bilder auch. Aber insgesamt ist alles Default sonst. So. Ich zeige euch jetzt das Haus. Das ist auch ziemlich nice und ohne Spaß. Ich bin so zufrieden mit dem Haus. Was ich eben schon angeteasert hatte, das Haus ist ja erst relativ spät entstanden. Also erst so von einer Woche oder so. Und was es zuerst gab, ist diese Treppe eben. Die gab es zuerst und dementsprechend habe ich das Haus quasi drumherum gebaut. Und holy shit, das ist so nice geworden, finde ich. Da oben in der Kuppel, das wollte ich auch schon immer mal in einem Haus haben und so ein paar Goldblöcken. Und dann insgesamt so mit diesem offenen, das gefällt mir sehr gut, dass die Mitte hier so offen ist. Wo man dann hier von hier aus quasi alles sieht und es nicht so einzelne Räume, die so aufgeteilt sind irgendwie. Zumindest unten nicht. Hier vorne haben wir zum Beispiel einen Fernseher. Der eigentlich so mein Standarddesign ist, finde ich ziemlich nice. Mit der Couch, auch ganz cool. Hier vorne stehen meistens so die Rucksäcke quasi, die Schalkerboxen. Allerdings sind die gerade alle in Gebrauch quasi, deswegen ist hier nur die Orange. Hier ist so ein kleiner Ausstellungsbereich.
So, hier zum Beispiel die erste Diamantspitzhacke. Uiuiui. Ich finde das auch ein cooles Design für so ein Showcase quasi. Denn hier eine mysteriöse Schallplatte. Uiuiui. Ich hatte meiner Freundin gezeigt, wie man halt Schallplatten von Creepern bekommt. Das geht ja, wenn die von Skeletten abgeschossen werden und dadurch sterben. Und durch Zufall ist es halt diese kaputte geworden. Und das war halt ganz cool. Ist auch die einzige, die wir, glaube ich, haben. Und dementsprechend natürlich ja auch ausgestellt. Ja, außerdem ist hier noch so ein Totem of the Undying. Ja, ist halt, ne, nichts Besonderes eigentlich, aber ich wusste nicht, was ich hier sonst reinstellen soll. Dementsprechend ist es halt das Totem geworden. Hier haben wir noch einen Ausgang, oder beziehungsweise ist das der Main-Eingang, der durch so einen Tunnel führt. Dahinter ist aber dann wieder nichts, deswegen laufe ich da nicht extra hin. Ja, aber hier auch, was mir sehr gut gefällt, ist so diese fette Glaswand quasi, die so den Eingang zeigt. Und dann habe ich hier oben dieses Atelier quasi mit diesen ganzen Bannern. Ich wusste nicht, wo ich die hin tun sollte und wollte die halt nicht irgendwo in der Kiste gammeln lassen, deswegen habe ich sie da hingehangen. Ja, hier soll die Diamantrüstung raus, die wir noch als Backup dann quasi noch machen müssen, weil es gibt jetzt diese Möglichkeit, dass man Protection und Projectile Protection quasi gleichzeitig haben kann oder halt an sich mehrere Protections. Und das soll es aber in der nächsten Version ja nicht mehr geben. Dementsprechend müssen wir da noch mal ein bisschen Backup schaffen. Und ja, die werden dann hier halt aufgehängt, so mäßig so. In der Kleiderhaken, man kommt so rein und legt so seine Sachen ab. Das war so die Idee. Ihr seht überall Wassereimer, ganz einfach, wie gesagt. Ne, das Haus hat schon oft gebrannt. Und deswegen sind hier überall Wassereimer, damit man das halt direkt relativ gut löschen kann, weil nur rauffahren mit der Hand ist halt ein bisschen doof. Und dann spült man halt zwar ein paar Teppiche weg, aber scheißegal, dafür brennt halt das Haus nicht so ab. Hier geht's dann weiter. Hier in der Kiste sind so ein paar, oder was heißt ein paar, sind halt zwei Spitzhacken, die ich noch verzaubert habe. Hier sind halt, wie gesagt, so ein paar Backup-Sachen dann auch rein. Und hier vorne neben dem Kamin. Erstmal so eine schöne Chain-Rüstung, das sah ziemlich nice aus, finde ich. Und dann hier auch noch so eine Wither-Rose. Ja, die sind ja, also ohne Spaß, auf schwer den Wither alleine zu killen, ist so hart. Und dementsprechend habe ich halt ein paar Rosen auch bekommen, weil der halt ziemlich viel noch nebenbei umgebracht hat, weil es nicht so schnell ging, wie gedacht. Und ja, die sind auch ziemlich nice, deswegen habe ich sie dann ausgestellt, was auch immer. Und, holy shit, das Geräusch, gruselig. Hier ist dann so ein kleiner Tisch, wo man essen kann. Ja, nichts Besonderes eigentlich. Hier ist dann noch so eine, ja, ich weiß nicht, wie man das nennt, so eine Chill-Arena. Area meine ich nicht, Arena. Und hier gibt es halt Bücher zum Lesen und so. Und da kann man zu den Kühen gucken und so ein bisschen, ja, was hier drumherum ist, kann man sich alles anschauen, ganz hübsch. Hier ist dann die Küche. Mit so allem möglichen Essen eben. Hier ist der Essensvorrat. Ich nehme hier mal ein bisschen was, weil ich noch was brauche. Und dann halt Öfen. Hier so eine Kochinsel in der Mitte. Dieses Muster, was man so typisch hat quasi, finde ich auch ziemlich nice. Natürlich auch hier Wasser, damit man halt löschen könnte. Und dann geht's hier raus. Hier haben wir dann einen kleinen, ja, ich weiß nicht, wie man das nennt, so eine Art Wintergarten halt quasi, nur halt nicht ganz zu. Und hier kann man zu dem anderen Typen gucken, der hier noch spielt. Das ist relativ genau gegenüber das Haus sogar. Auf jeden Fall fresh. Und dann haben wir hier noch einen Pool. Hier drumherum natürlich auch noch nicht so viel gebaut, aber halt der Pool steht schon mal. Auch richtig nice. Sieht vor allem mit Shader übel nice aus. Da kann man hier halt so gucken auf die Felder, die wir hier gebaut haben. Und die Kühe, die wir hier haben. Ist eigentlich ganz nice. So. Dann kann man hier weiter, hier ist eine kleine Terrasse. Hier soll dann später auch so ein Grill hin und dann, ne, so auf Barbecue kann man dann hier machen, was auch immer. Und dann soll es hier später in den Garten gehen, hier soll dann halt, keine Ahnung, Bäume hinpflanzen, Büsche, keine Ahnung, Wasser gibt's ja hier schon, aber Brunnen und sowas, Bänke, ein Pavillon und so. Aber da sind wir auch noch nicht zu gekommen. Hier sind nur ein paar Büsche. Und ihr seht schon, der Busch auch noch nicht richtig fertig. Da fehlen halt noch die Blumen und so weiter. Aber, ja. So, dann hier halt auch nochmal so eine kleine Sitzecke, hier nochmal Blumen. Und dann geht's hier wieder rein. Was ich eben vergessen hatte, war das Ding hier. Das ist nämlich ziemlich nice. Und zwar ist hier unter ja das Lager. Und das ist natürlich immer ein weiter Weg, wenn man hier durch die Tür kommt und dann zum Lager runter, zeige ich euch gleich und so weiter. Deswegen gibt's hier eine Kiste, wo man einfach seine Sachen reintun kann. Und die kommen dann halt durch Trichter unten in so eine Sammelkiste quasi. Und da kann man sie, wenn man mal Lust und Zeit hat, dann unten halt sortieren. Ja, wollte ich euch nur zeigen. Ist auf jeden Fall ziemlich nice. So. Wir gehen jetzt erstmal auf die zweite Etage, bevor wir ins Lager gehen. So, gibt's hier vorne so eine kleine Wendel... Ach ja, Wendeltreppe heißt das Ding. Das wollte ich eben sagen. Na, egal. So, hier geht's dann hoch. Und hier oben ist eigentlich auch nochmal, ja, so ungefähr dasselbe wie unten. Halt so ein paar Ausstellungssachen, so ein paar Kisten, wo halt irgendwann noch Sachen rein können. Und hier noch so ein kleiner Balkon, wo es halt noch ein Lagerfeuer gibt. Vielleicht wird das hier auch mal ein Grill oder so, keine Ahnung. Und dann hier halt ein Zimmer, was noch keine Aufgabe hat. Und hier oben noch ein Zimmer, wo es halt ein Bett gibt, was ich mal kurz benutze, weil es halt Nacht ist. und ja. Dann gehen wir mal, wenn ich runterschaffe, na, nice. Gehen wir mal hier weiter durch diesen Gang. Und dann kommen wir hier vorne nämlich zu so einem kleinen Harry Potter Keller-Dings. Oder Wandschrank, was auch immer. Natürlich ein bisschen größer wie bei Harry Potter, der hätte ja nur zwei Blöcke gehabt oder so, aber ja, was hier rein soll, keine Ahnung.
den Raum da einfach gebaut, weil er halt gepasst hat, quasi. Hier auch nochmal der Blick auf die Kuppel, richtig nice. Ja, hier ist dann quasi das Hauptschlafzimmer. Auch ziemlich cool mit dem Kamin hier. So allen möglichen Sachen, die man gebrauchen könnte. Kissen sind, glaube ich, leer, ja. Die Enderkiste aber halt nicht. Ja, hier ist dann nochmal ein Balkon mit so Sicht auf halt das Dorf und so weiter. Auch ganz cool. Und wenn man dann hier weitergeht, kommen wir zu so einem kleinen Einkleidungszimmer. Im Optimalfall sind das irgendwann auch komplett verzauberte Tierrüstungen, die halt na, perfekt sind quasi. Aber jetzt gerade hatte ich halt die im Inventar und habe die halt hier einfach hingespammt. Und hier noch so ein Ding, wohinter man sich so umziehen kann quasi. Noch eine Kiste, keine Ahnung, hatte ich wohl auch im Inventar. Hier soll das Badezimmer hin, auch noch nicht so richtig eingerichtet. Und hier ist dann wieder natürlich ein Wassereimer, na, zur Sicherheit, man weiß. Man weiß ja nie, wann hier mal wieder ein Blitz einschlägt, Alter. Das ist echt zum Kotzen, da fackelt immer so viel ab. Naja, hier dann noch ein paar Liegen und ein bisschen Ausblick auf die Viecher. Hier seht ihr auch, dass das ganze Wasser auch noch gar nicht fertig ist. Hier müsste jetzt rein theoretisch nochmal alles ausgefüllt werden mit diesen Netherstein und dann Wasser rüber und dann abbauen und so, aber ist halt so viel Aufwand und irgendwie habe ich da auch gerade keine Lust zu. So, man kann hier auch noch nach oben gehen, allerdings ist das halt super unspannend. Ich habe keine Ahnung, was ich hierhin tun soll. Ich dachte zuerst halt so ein bisschen lagermäßig, aber wir haben ja schon ein richtig nices Lager eigentlich. Vielleicht mache ich jetzt einen Billardtisch hin und sowas und so. Also Chill-Sachen, Disco-mäßig, keine Ahnung, irgendwie sowas. So, ja, dann springen wir jetzt mal runter. Hier, ja, hier unten seht ihr zum Beispiel mal, dass ich das hier alles so... Oh, das ist eine Spinne, lol. Ja, dass das hier alles so ein bisschen selbstgemachtes, selbstgemachte Landschaften sind und die halt nicht so generiert wurden. Wenn wir die coole Treppe jetzt hier runtergehen, kommen wir irgendwann in unser Lager. Das mit Abstand das coolste Lager, was ich jemals gebaut habe, finde ich zumindest. Es besteht quasi aus viermal so einer Einheit hier mit ganz vielen Kisten, wo man dann halt so das Zeug drin hat, was man so halt brauchen könnte. Das hier war zum Beispiel der erste Teil vom Lager und da habe ich dementsprechend so alle Sachen, die man so oft braucht, quasi reingetan. Also damals habe ich halt viel mit Holz gebaut, Glas, Glowstone, Werkzeuge, ne, natürlich Essen. Damals gab es ja noch keine Küche, wie gesagt, das Haus ist ja später erst entstanden. Und dann hier halt so Materialien und so weiter. Wenn wir denn hier lang gehen, haben wir denn so, ja, wie nennt man so Gartenzeug, also Pflanzen und Tiere und halt Monster und so weiter. Und hier vorne dann auch Öfen und ja, dieses Verzauberungszeug, alles mit so Büchern und so weiter, Verzauberungstisch, bla bla bla, hier sind noch ganz viele Hunde. Ja, wie gesagt, das war halt das erste, was wir gebaut haben, war ungefähr dieses Lager. Dementsprechend ist hier so alles mal gewesen, das war mal so der Mittelpunkt von unserem Leben. Hier geht's dann weiter, hier ist so ein bisschen Minenzeug, also halt Stein und so weiter, hier geht's auch zur Mine runter, kann ich auch gleich kurz runter. Und dann halt hier diese ganzen Blöcke, die jetzt noch keinen so richtigen Zweck haben, der aber später kommt. Also hier sind so die Sachen, die man nicht so oft braucht, quasi aber halt doch haben sollte, denke ich. Und hier unten soll dann halt später so ein automatischer Bahnhof finden, aber hier auch, wie gesagt, noch nicht so weit gekommen. So, wir gehen dann kurz einmal in die Mine runter, zeige euch mal, wo wir Strip minen. Ja, diese Aufzüge sind halt super einfach zu machen, dementsprechend sind die hier und die sind halt auch in meiner Augen die besten in Minecraft, so deswegen. Auf jeden Fall ziemlich nice hier, denn die Mine halt, ist halt in jede Richtung Strip-Mine-Gänge gibt quasi. Und hier so diese Eisdinger, wo man mit dem Boot rüberfährt, damit man eine schnellere Verbindung hat. Hier dann auch ein paar Kisten mit so allem möglichen Zeug, aber eigentlich nichts Spannendes. So. Dann geht's weiter. Und zwar haben wir sogar noch einen Abteil quasi. Bevor wir dahin gehen, zeige ich euch aber hier nochmal den Beacon, wo der ist. Da gibt es hier quasi so einen extra Raum, wo man dann noch eine Wendeltreppe hat. Und dann gibt es hier den Beacon mit nur Goldblöcken, weil wir eigentlich nur Goldblöcke haben. Wir haben nämlich eine ganz gute Goldform, aber keine Eisenform so richtig. Hier haben wir früher mal geschlafen, als es noch kein Haus gab. Und ja, hier geht es dann weiter mit so allen möglichen Sachen, die auch eine Kiste brauchen, aber irgendwie, ja, keine Ahnung, so komische Sachen sind halt so Farbe und sowas und Schilder, Knöpfe und solches Zeug halt. Hier dann noch die Rüstungssammlung, die man vom Skelett-Spawner hat, den wir haben. Ich muss noch schon gehen. Ja, die droppen halt so viel Rüstung, ich weiß gar nicht mehr wohin damit. Das ist echt absoluter Wahnsinn. Vor allem, wenn man halt ein Plünderungsschwert hat. Ich habe hier Looting 3 drauf. Da taucht natürlich richtig rein. Und ja, wir sind jetzt hier in der Hölle. Hier kommt der Nether Hub hin. Die Idee ist, dass man hier quasi so eine Glaskuppel drüber baut. Das wird irgendwann noch kommen. Und dann halt in jede Richtung solche Gänge hier, wie hier. Wo es denn hier so Strecken gibt, wo man dann halt irgendwo hinkommt, zu irgendwelchen coolen Sachen, zum Beispiel zum Dschungel oder zu irgendwelchen fernen Biomen oder sowas. Oder hier zum Beispiel kommt man zu so einem Industriegebiet quasi, wo ganz viele automatische Farmen sind. Kann man sich da einfach AFK hinstellen und dann wird so das meiste produziert eigentlich, was es so gibt. Oder ist zumindest die Idee. Natürlich nach einem Monat ist da ist eine Kaktusfarm und eine Bambusfarm so ungefähr und ein Villager-Breeder und eine AFK-Fischfarm, aber das war's halt.
Ja, hier auch wieder Kisten mit allem möglichen Schrott. Und wie gesagt, dieser Tunnel, dieses Design, soll es dann halt in jede Richtung geben, also da lang, da lang, da lang. Ist eigentlich ganz nice. Hier vorne zum Beispiel soll es dann aber erstmal so einen Gang nach oben geben, auf den Bedrock rauf, da gibt es nämlich unsere Goldfarm. Die zeige ich euch aber jetzt einfach mal nicht, weil die halt eigentlich... Na, ihr könnt einfach nach Goldfarm suchen und dann findet ihr die schon. Von Ilmango ist das so eine richtig krasse. Und hier soll es dann nach unten gehen, dass man halt auch normal im Nether ein bisschen rumlaufen kann. Aber ja, insgesamt hier auch, das Design ist eigentlich nur darauf ausgelegt, dass hier halt keine Viecher spawnen. Weil es ist halt zum Kotzen mit den ganzen Pikmin, weil die ja irgendwie auch monatelang... Ich habe am Anfang einmal aus Versehen angehauen, als ich gebaut habe. Und die waren ohne Spaß 2 Wochen lang oder so mad auf uns. Oder mad auf uns, wenn man mal den Drachenlaut hier macht. Und ja, deswegen sind hier halt überall Halbsteine, überall Treppen, überall Glas. Damit hier einfach nichts spawnt. Auch hier wieder Glas, nicht Glas, hier Halbsteine halt. Und ja, Licht hilft ja leider nicht gegen die, deswegen, sonst könnte man ja einfach ausleuchten, aber man muss es leider so machen, aber sieht auch ganz gut aus, finde ich. So, und jetzt geht's weiter in der normalen Welt. Wir laufen jetzt mal hier, zack, zack, die Treppen hoch und dann hier raus. Hier soll es später so 3x3 Pistentüren quasi geben, aber wie gesagt, ist ja noch nicht alles fertig hier. Und dann kommt man hier vorne hin zu unseren, ja, zu unseren Farmen quasi. Die sind eigentlich nicht so spannend, dementsprechend zeige ich euch die jetzt nicht so richtig. Und, achso, ja, das ist das Lama hier, was hier irgendwie eingesperrt wurde. Das ist von so einem, oh scheiße, jetzt bin ich auch eingesperrt. Das ist von so einem, wie nennt man diese Wanderer, die Wanderhändler quasi. Irgendwie, keine Ahnung, ich wusste nicht, dass man die haben kann, aber anscheinend geht das. Dann hier halt, wie gesagt, noch Kühe, Stall, da soll später noch Wasser runterkommen, hier ist schon Wasser. Ja, super spannend. Da vorne soll eine fette Statue hinkommen von einem Drachen, aber wie gesagt, erst die Füße gebaut, auch wieder, ne? Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich baue halt immer dann die Sachen, wenn ich Motivation dazu habe. Und warum auch immer, ich habe die gerade nicht, deswegen mache ich lieber andere Sachen. So, hier gibt es einen Weg nach oben, der hört dann aber da oben ungefähr auf und dann gibt es erstmal nichts mehr, aber halt später soll es da irgendwas geben. Das ist halt auch das Coole, stellt euch mal vor, jetzt so in 6 Monaten oder so, seht ihr so das Video, so mein Server nach 6 Monaten und dann schaut euch das Video hier an und seht dann so, wie das alles angefangen hat. Oder auch für mich selber, wenn ich so mir das nochmal anschaue und dann sehe, wie das alles angefangen hat. Das ist, glaube ich, cool. So, hier haben wir etwas, was ich schon, seitdem ich Minecraft spiele ungefähr, oder seitdem ich Survival Server Minecraft spiele, mal bauen wollte, und zwar ein Museum. Ich habe jedes Mal gesagt, ja, irgendwann baue ich ein Museum, habe immer so ein bisschen angefangen, aber nie so richtig, und ein Zoo und so weiter. Aber diesmal fange ich das an, ich schwöre es euch. Diesmal wird das alles kommen. Und zwar hier. Ich habe hier das alles schon ein bisschen angefangen, es soll so auf mehreren Etagen laufen. Und ja, also wie gesagt, es ist halt eigentlich noch nicht so viel passiert. Ich habe hier schon übel lang dran gesessen, aber eigentlich nur, weil das Ausminen hier quasi so lange dauert. Und ja, ich zeige euch mal hier so, was hier bisher so abgeht. Also hier soll dann später so ein kleiner Dschungel hin, der dann so mit den Bäumen hier nach oben geht. Und halt so ein bisschen Dschungelbiom, alles so, was es gibt, einfach so, damit man so in der Mitte was Cooles hat und nicht einfach nur nichts. Hier vorne gibt es dann so einen fetten Kartenraum. Hier soll so eine riesige Landkarte halt quasi hinkommen, von der ganzen Welt, die wir halt soweit dann eben kartografiert haben quasi. Und ansonsten sollen hier links und rechts dann immer so kleine Fenster rein, wo man dann dahinter halt sieht, so irgendwelche Tiere in ihrem natürlichen Lebensraum, irgendwelche Monster, irgendwelche coolen Biome oder sowas. Und halt auch so die ganzen Pflanzenarten und so, die sollen hier halt alle hin. Das ist so das Ziel von dem Ganzen hier. Und das wird, denke ich, ganz cool. Da oben soll dann halt auch noch so eine Glaskuppel irgendwie drauf oder sowas, oder sowas wie hier halt so, ich weiß nicht, wie man das nennt, wenn das so, ne, ist ja keine richtige Kuppel. Ja, das wäre auf jeden Fall ziemlich nice, aber es dauert halt einfach ultra lange, sowas zu bauen. Aber macht auf jeden Fall Spaß. Und das kann man halt immer schön AFK machen, wenn man so quasi eine Serie schaut, dann meint man hier halt nebenbei so alles weg. Das ist ganz cool eigentlich. Ja, hier unten gibt es auch schon ein paar Karten, und zwar gibt es quasi von dem, was wir bis jetzt so alles gemacht haben. Da rechts oben zum Beispiel ist das Spawn Chunk. Oder die Spawn Chunks und dann so eine kleine Villager Farm. Das war es eigentlich da, denn hier noch mit diesem Industriegebiet, Industriedistrikt, den ich euch eben angekündigt hatte, mit so ein paar Farmen halt automatisch und so weiter. Auch nichts Wildes. Und dann hier halt auch, den Server haben gestartet am 13.05. Das ist jetzt ungefähr 5 Wochen her. Oder ich weiß nicht, wann ihr das Video seht, dann vielleicht 5 Wochen, aber jetzt gerade circa genau 4. Und die Karten wurden halt ziemlich genau 1 Monat gemacht. Und ja, da seht ihr nochmal alles so, das Dorf mit dem Wald, den es damals noch gab. Hier, die ganzen Bäume sind ja jetzt weg. Also diese da sind ja jetzt weg leider. Denn hier seht ihr auch, wie das wahrscheinlich auch anders aussehen würde, wenn das hier alles Wasser wäre, was da jetzt so rot ist. Und hier seht ihr auch so ein bisschen, das ist das, was hinter dem Weg quasi kommt. Und ihr seht, da kommt nicht mehr so viel.
Da habe ich aber so ein paar Layouts quasi schon gelegt. Also da sollen halt Türme hin und dann hier ist eine Mauer und noch mehr Türme und hier sind Staudamm und so. Aber wie gesagt, das ist eigentlich nicht viel zu gucken. Hier vorne ist dann das Museum, was man hier sieht. Da vorne soll der Drache hin, da vorne ist das Haus, was wir uns noch angucken. Und halt da sind so die Sachen, die wir uns gleich noch angucken. Und ja, eigentlich ganz cool. Ich freue mich drauf, wenn ich dann irgendwann hier so, keine Ahnung, nach 10 Jahren Minecraft auf dem Server oder so, so einen ganz langen Kartenraum habe, wo dann halt so jeden Monat eine Karte gemalt wurde oder sowas, keine Ahnung. Wäre auf jeden Fall ganz lustig. So, jetzt geht's weiter in diese Richtung hier. Hier zum Beispiel ist auch sowas, diese Bäume müsste ich eigentlich irgendwann mal abfackeln, die stehen ja auch schon ewig so, aber einfach kein Bock. Einfach kein Bock. So, schnell kurz was futtern, das Ei wegwerfen, hoffentlich ist das nichts gespawnt, super. Jetzt geht es diesen Weg hier weiter, der ist natürlich auch wieder komplett ausgeleuchtet und hier unter den Carpets und so sind dann halt auch immer Fackeln. Ist ganz cool, weil wie gesagt, Fackeln finde ich, sehen halt scheiße aus, wenn man die Bolze hinspammt. So. Dann haben wir hier das Starterhaus, was ich zuerst gebaut hatte. Das ist so dieses Standard-Starterhaus, was ich irgendwie immer baue, weil es halt einfach ist. Und ja, hier gibt es eigentlich nichts Besonderes. Hier geht es zur Mine runter, hier gibt es so alles, was man braucht. Zwei Betten, Haufen Kisten, wo sogar noch Zeug drin ist, okay. Aber sonst nichts Spannendes. Sieht jetzt auch nicht so mega insane aus. Aber ja, ist halt das Starterhaus, das kann man nicht abreißen. So, hier soll dann halt auch noch Garten hin und was auch immer alles. Und dann gehen wir hier über die Brücke rüber und dann kommen dann zu dem Dude, der hier noch spielt. Man muss zu seiner Verteidigung sagen, der Typ ist eigentlich nicht so der Typ, der halt viel baut, sondern er ist halt eher so der Typ, der halt so die Adventures macht, der hat den Enderdrachen besiegt, der läuft am End rum im Nether und baut irgendwelche coolen automatischen Farmen und sowas. Dementsprechend ist sein Haus halt immer noch nicht fertig, seit einem Monat, richtiger Ehrenmann. Und auch die Inneneinrichtung ist halt, ne, geprägt von Kisten, weil einfach nur Zeug drin ist. Über ihm läuft auf jeden Fall, was Diamanten angeht. Aber durch ihn haben wir zum Beispiel auch die ganzen Schalkerboxen, Mending-Bücher und so. Was eigentlich eine ganz gute, ja, Symbiose, wenn man so möchte, dass er halt so diese ganzen Sachen halt erfarmt quasi und wir bauen dann halt coole Sachen daraus. Ja, ich weiß gar nicht, ob der hier groß Pläne hat. Ich denke mal schon. Ich kann mir vorstellen, dass er hier Wasser einbaut. Ich werde mir das da oben auch nochmal angucken, actually. Das habe ich nämlich selber noch nicht gesehen, was das wird. Ja, er will hier halt auch so eine Mauer drum bauen. Das hat man ja mit dem Cobblestone schon gesehen. Ist auch eine ganz coole Idee, aber ne, muss er auch mal irgendwann durchziehen, lol. Aber ja, ich. Oi, ein Villager-Zombie, nice. Nee, aber wie gesagt, er baut halt eher weniger. Er macht halt lieber so die Adventure-Sachen so. So, das hexet so ein bisschen quasi, sage ich mal. Hexet das ja auch so vor allem Adventures und Erkunden und so. Und boah, von hier hat man auf jeden Fall einen richtig nice Ausblick so auf alles, was wir gebaut haben. Was ist das hier? Ich habe keine Ahnung, was das hier sein könnte. Ich habe wirklich keinen Plan. Ist das überhaupt von ihm? Es könnte von meiner Freundin sein, actually. Ich glaube, das ist von meiner Freundin. Die macht auch immer so viel mit Eis und Quarz und sowas. Apropos Freundin, wir gehen da jetzt mal hin. Das ist nämlich ihr Baumhaus. So. Ja, gab mal einen Streit und dann ist sie da hingezogen quasi. Nein, Spaß. Das ist auch von ihr, so ein kleines Haus. Ich weiß gar nicht, was hier hin soll. Vielleicht so eine chillige Oase oder sowas. Man so ein bisschen chillen kann. So Akazien sind ja immer so gechilltes Holz, finde ich. Da hat man immer so Bock auf Urlaub und keine Ahnung, so Wellness. Keine Ahnung, ich habe eigentlich keinen Bock auf Urlaub und Wellness, aber das verbindet man so damit, finde ich. Dann hier das Baumhaus. Ich war actually überrascht, die hat noch nie ein Baumhaus gebaut. Und dann haut die hier so ein fettes Teil, denn das war ziemlich insane. Hier auch natürlich wieder Wendeltreppe. Ist irgendwie so das, ne, Motto vom Server. Und wenn wir irgendwann oben sind, ja. Hier halt auch ganz cool mit diesen Blättern noch um die Fenster drumherum mit Blick auf das Dorf, auf so alles weitere, was wir da noch haben. Ist ziemlich nice auf jeden Fall. Und dann hat sie davon auch noch ein Haus gebaut. Das habe ich allerdings so ein bisschen zweckentfremdet. Und zwar war es so gedacht, dass man aus dem Haus halt, oder aus dem, ich weiß gar nicht, was sie gedacht hat, was sie aus dem Haus baut. Einfach nur ein cooles Haus wahrscheinlich. Allerdings hatte sie dann so gemeint, ja, hier ist ein Villager-Zombie. Und dann war da noch einer, und dann haben wir halt die Villager-Zombies hier eingefangen und dann ein Stückchen weiter halt einen Breeder gebaut quasi. Und ihr hört schon die ganzen Villager-Geräusche. Der Breeder führt nämlich hier vorne hin, in dieses Loch hier. Und ja, ne, da haben wir dann so ein bisschen unseren Spaß mit gehabt mit den Viechern hier auf jeden Fall. Und da gibt es dann halt zwei Wege, actually. Der eine Weg führt halt, wie gesagt, zum Dorf. Und der andere Weg, hab ich den angeguckt? Ne. Ja, das sah so aus, als wäre der hinter mir her irgendwie. Na, und der andere Weg führt dann hier hin. Und zwar soll hier so eine Trading Hall hin. Allerdings habe ich das noch nicht so richtig verstanden in der 1.14, wie das funktionieren soll. Das muss ich mir nochmal anschauen. Und ja, hier sind halt super viele Villager, die irgendwie alle zurück wollen, wo sie herkamen. Die Idee ist halt rein theoretisch gewesen, dass sie sich hier reinstellen, dass man dann halt mit denen traden kann und das alles halt, ne, wie nennt man das, die mit den verzauberten Büchern halt sind.
Allerdings hat es nicht so richtig geklappt, die haben irgendwie ihre Berufung immer wieder verloren. Deswegen habe ich dann nicht weitergemacht. Aber na, irgendwann wird es auch kommen. Hier durch den Berg soll es dann so einen kleinen Tunnel geben. Mit einer kleinen Treppe vielleicht, die dann hier hochführt. So, zack, zack, zack. Ja, dann hier vorne bei dem Wasserfluss-Dingsbums soll es dann halt auch wieder eine Brücke geben. Und so kommen wir dann wieder in das Dorf, wo wir angefangen haben. Und hier ist ein Hühnchen, das ich jetzt mal kille. Zack. Hier sind überall Hühner, das ist der Wahnsinn. Ja, und das war soweit eigentlich alles von dem Server. Wenn ihr bis hierhin geschaut habt, schreibt mal Hashtag Wendeltreppe in die Kommentare. Das würde mich mal interessieren, ob irgendjemand soweit kauft. Und ansonsten hoffe ich, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr fandet das ganz cool und habt vielleicht ein bisschen Inspiration sogar bekommen. Ich habe euch natürlich nicht alles gezeigt, was wir gebaut haben, gerade so diese automatischen Farmen und so. Die sind halt sehr zeitaufwendig und auch das Minen und das Ressourcenernten quasi ist sehr zeitaufwendig, aber was soll man da groß zeigen? Ich zeige lieber das, was wir gebaut haben. Und das ist schon ziemlich nice für den einen Monat auf dem Server. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns wieder. Ich hoffe, der Server wird noch einige Tage weiterlaufen und wir haben dann noch so ein paar coole Vergleiche. Und irgendwann gucken wir nur nach 10 Jahren auf dieses Video hier zurück und denken uns so, ja lol, so sah das mal alles aus. Ah, da wohnen wir doch schon gar nicht mehr, wir haben doch schon eine richtig fette Stadt gebaut oder sowas, keine Ahnung. Wäre auf jeden Fall cool. Und ansonsten würde ich sagen, Jungs haut rein, Mädels auch. Ja? Und, keine Ahnung, Haustiere, wer auch immer das Video schaut. Viel Spaß noch und ja, ciao, ciao.